Scheiß leiser. So Leute, und damit herzlich willkommen zu einem lang ersehnten neuen Trailer-Reaction-Video von mir. Ich weiß, ihr habt mir teilweise wirklich Dinge geschickt, wo ich mir gedacht habe, ihr habt mir erzählt, der Trailer 3 kam raus und Trailer 3 ist so krass. Es gibt noch nicht mal einen zweiten Trailer und wir müssen vielleicht mal die Definition zwischen Trailer, Teaser, TV-Spot und Co. miteinander besprechen. Auf jeden Fall kam Material raus und sehr viel Material kam wirklich raus, denn ich werde mit euch nämlich nicht nur ein, sondern 1, 2, 3, 4, 5 TV-Spots, es sind wohl nur TV-Spots, angucken und besprechen. Und ich wundern eben wegen den roten Linien jetzt eben hier. Ich habe mir die Spots noch nicht angeschaut. Ein Kollege von mir hat sie angeguckt über meinen Computer. Ich habe noch keine Ahnung, was da wirklich abgeht. Deswegen würde ich einfach sagen, wir legen jetzt gleich mal los. Ich habe auch schon gelesen, Mechagodzilla wäre jetzt ganz groß revealed worden. Ich glaube es nicht. Aber wir schauen da jetzt mal nach. Und deswegen nehme ich mir jetzt hier gerade mal meine Kopfhörer. Und wir gucken uns das Ganze jetzt mal an. Warum jetzt letzte Woche keine Videos von mir gekommen sind, ganz einfach aus privaten Gründen. Ich hatte echt sau viel zu tun und bin aktuell immer noch so ein bisschen müde, ein bisschen fertig. Ist keine Ausrede auf jeden Fall. Wir schauen da jetzt mal rein. So, hier konnte ich jetzt schon wieder zum Beispiel der Trailer 3. Das ist einfach schon mal wieder komplett falsch. Es gibt noch nicht mal einen Trailer 2. Ja, also Trailer 3. Ah, schwierig. Sehr, sehr schwierig. Wir schauen jetzt auf jeden Fall mal rein in den sogenannten Trailer 3 und gucken mal, was wir da jetzt neu an Godzilla-Content wahrnehmen können. Und los geht's. Mein Name ist Claudia Obert. Dolce Vita ist mein Ding, ja? Luxus und... Did the monkey just talk? We need Kong. The world needs him. Godzilla will comfort him. That would be a death sentence. Godzilla vs. Kong in theaters and on HBO Max the exact same day. Rated PG-13. I know Gia is only a child, but she's the only one he'll communicate with. And we need Kong. Here we go. This won't end until one of them submits. Are you sure the monkey's gonna survive this? It's us I'd worry about. Oh! Oh my god! She's so massive. Alter! Ah, oh Gott, sie, Alter, okay. Geht's noch weiter? Okay, den Trailer kennen wir schon. Den Trailer kennen wir schon. Das war ja echt, das war jetzt echt nicht schlecht. So, Sekunde. Okay, wir fahren jetzt hier immer noch, also wieder mal, dass das Mädel mit Kong sehr gut kommunizieren kann. Das haben wir aber schon vorher gewusst. Und sie hat eine Kong-Figur irgendwie und hält die immer so vor sich. Keine Ahnung, warum, also was das soll. Ich weiß nicht, ob du einen Affen vors Gesicht halten musst, damit der Affe versteht, dass du mit ihm reden willst. Weiß ich halt echt nicht. So, jetzt heißt's hier, did the monkey just talk? Er hat nicht gesprochen, zumindest jetzt hier im Trailer nicht, aber er hat so, so Zeichen gegeben, also als würde er die Gebärdensprache benutzen. Und das finde ich ziemlich, ziemlich geil. Kong entwickelt sich tatsächlich zu einer Figur, zu einem Charakter, der in Skull Island noch komplett weg war einfach. Ich weiß nicht, auf einmal kommen sie hier mit
Kong kann sprechen an und er hat, also ich finde Kong immer interessanter. Trotzdem immer noch Team Godzilla und Team Kong, ihr seid immer noch scheiße. Jetzt will ich hier mal ganz kurz das Thema ansprechen, weil sehr, sehr viele Leute, also was heißt sehr viele Leute, das sind vielleicht vier, die haben bei mir in die Kommentare reingeschrieben, dass sie immer noch davon ausgehen, dass wir im Trailer Godzilla gar nicht gesehen haben, dass alles Mechagodzilla gewesen ist. Und ich will einfach diese Theorie mal ganz kurz so ein bisschen wegdrücken, weil ich finde die ein bisschen lästig und die nervt mich auch. Das wird nicht passieren. Das kann nicht passieren. Allein schon dadurch, dass der Film heißt Godzilla vs. Kong. Der Titel eines Films ist ein Marketing-Teil, also der Teil eines Marketings. Du kannst nicht einfach sagen, da kämpfen Godzilla vs. Kong und am Ende ist es dann aber gar nicht Godzilla, sondern Mechagodzilla. Das gab es früher zwar schon mal auch, wo es dann irgendwie hieß Godzilla vs. Kong. Und dabei war Kong Mechagodzilla, da gab es ja auch mal so ein Dings. Aber heutzutage geht es einfach nicht mehr. Und in einem Trailer davor oder im Haupttrailer wird sogar erklärt, warum die beiden miteinander kämpfen. Nämlich, weil es gab mal einen Krieg zwischen beiden Kaiju-Arten. Und dieser Krieg endet jetzt. Also die beiden sind die letzten beiden Überlebenden des Krieges, der Kaijus, also der Godzillas und der Kongs. Und das würde man nicht einfach aus dem Nichts herausstampfen, damit man am Ende dann sagen kann, hier ist jetzt Mechagodzilla, das wird nicht passieren. Mechagodzilla wird auftauchen, für mich auch inzwischen ein Fakt, aber der wird am Anfang dafür sorgen, dass Godzilla ausrastet oder er wird der Godzilla sein, der die komischen Dinge macht, der die Menschen angreift. Dann holen sie eben Kong. Und dann trifft Kong aber auf den echten Godzilla, weil Godzilla sich angegriffen fühlt, weil Kong eben ein Kaiju ist aus dem alten Krieg. Das wird die Geschichte sein und mehr auch nicht. Mechagodzilla wird einen sehr geringen Teil der Geschichte spielen. Was wir jetzt eben hier gerade sehen, könnte Mechagodzilla sein, weil ja, einfach nur, weil er gerade in die Stadt reinschwimmt. Und ich habe gerade keine andere Idee, warum Godzilla in die Stadt reinschwimmen sollte, außer dass wir eben später auch nochmal selber sehen, wie Godzilla und Kong in der Stadt kämpfen. Ja, aber Mechagodzilla wird nicht der Godzilla sein, den wir im Trailer die ganze Zeit gesehen haben. Das ist Quatsch, das passt nicht. Das würde null Sinn ergeben. Das ist wie wenn ihr Batman wie Superman sehen würdet, also Batman gegen Superman. Und dann fighten die gegeneinander und auf einmal zieht dann Batman die Maske ab und auf einmal ist es dann Robin. Das geht nicht. Und genauso ist es eben hier auch, das geht nicht. Freddy vs. Jason, Alien vs. Predator. Das geht nicht. Es muss die Figur sein gegen die Figur. Entschuldigung. Sonst hätte man den Film ganz anders nennen können. Weiter geht's. So, Avengers Endgame und Infinity War. Da gab es ja Szenen, die gedreht wurden, die so nicht im Film aufgetaucht sind. Ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt hier eine Szene sehen, dass diese Szene genauso im Film auftaucht und die andere Szene, in der Godzilla gerade erst auftaucht und dann von Kong so eine Faust bekommt. Ich glaube nicht, dass das wirklich im Film vorkommt. Ich glaube, das hier wäre die echte Szene. Godzilla kommt eben raus, knallt Kong eine, oder vielleicht geht's auch, dass Kong Godzilla eine auf die Schnauze haut. Dann haut Godzilla Kong auf die Schnauze, er kippt um und dann passiert jetzt eben das. Macht sogar mehr Sinn. Das ist der, ja, okay. Und er fängt danach wieder eine. Gott, hab ich Bock auf diesen Film. Oh Gott, hab ich Bock auf diesen Film. Leute, Leute, Leute. Ja, okay.
exact same day. Rated PG-13. Und Theaters haben sie gerade gesagt. Der Film, wenn der im Kino läuft, das wäre für mich wirklich... Ach, wäre das schön. Aber ich glaube es immer noch nicht. Zumindest nicht in Deutschland. In Amerika, es kann schon gut sein, dass er da im Kino läuft. Hier in Deutschland... Ich glaub's noch nicht. Und wo kommt sie jetzt eigentlich her? Gut, das wird der Film auch noch alles beleuchten. Meine Frage ist einfach nur an euch da draußen. Kennt man die Kleine schon? Also gab es das Mädel schon in einem Kong-Film vielleicht, den ich noch nicht kenne? Weil ich ja eben gerade mich erstmal durch die ganzen Godzilla-Filme durchschlachte. Und da kommt auch bald mein nächstes Reaction-Video. Ich habe mir nämlich den allerersten Godzilla-Film in Schwarz-Weiß noch angeschaut und der kommt jetzt dann auch demnächst mit meiner First Reaction. Trotz allem, die nehmen ja immer irgendwie bestimmte Bestandteile aus den Originalfilmen und bauen sie dann eben in die neuen Filme ein. Gibt es ein kleines Mädel oder wenn es ein kleines Mädel gibt, was da reinpassen würde, könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Weil für mich kommt die so ein bisschen aus dem Nichts. Was jetzt auch nicht unbedingt schlimm ist, aber ich, ist mir eben dann nur so aufgefallen. Bam! Ja, und damit wurde quasi auch eine zweite Theorie irgendwie und irgendwo bestätigt. Es ging nämlich dann irgendwann darum, dass Mechagodzilla im Original von Bewohnern der Hollow Earth gebaut wurde, die wohl auch mit so Raumschiffen irgendwie rumfliegen. Und jetzt sehen wir hier wirklich Raumschiffe. Und ich weiß jetzt nicht, ob das hier wirklich die hohle Erde ist. Oder ob das ist auf jeden Fall nicht Skull Island. Nein, das könnte die hohle Erde sein. Und wir sind jetzt hier wirklich Raumschiffe. Also sie könnten wirklich in den neuen Godzilla vs. Kong Film, könnten sie allen Ernstes eine neue Spezies einführen, und zwar eine neue menschliche Spezies, nämlich die Hollow Earther oder wie auch immer sie im Film im Original heißen. Aber das sieht hier schon sehr stark danach aus, also die Raumschiffe hier sind wirklich da. Na gucken. So, das war jetzt eben gerade wieder Godzilla, der einfach wahllos jemanden angreift. Das fand ich ziemlich cool. Dass Kong sich hier so von Haus zu Haus schlängelt quasi, das ist schon ziemlich cool. Ja. Godzilla rastet eben einfach aus, das ist aber nicht Mechagodzilla. Das, wie gesagt, Mechagodzilla sollte und kann nicht kommen, sonst wäre der größte Shitstorm seit langem, seit langer Zeit würde diesen Film komplett kaputt machen. Das ist lustig. Ich finde das tatsächlich lustig. Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang das passiert, aber ich finde es gut. Ich liebe so Momente, weil ich auch so ein Arschloch bin, der einfach mal so in die Kamera reinschreit. In die Kamera vor allem. Na, einfach so schreit. Das ist lustig. Das ist krass. Das ist eine Szene. Ey, das sieht so gut aus. Vor allem sieht es halt einfach echt so gut aus. Kong schreit Godzilla ins Gesicht und das Gesamtpaket, einfach die Beleuchtung im Hintergrund. Ey, das sieht echt verdammt nochmal gut aus. Und die beiden sollen sich wirklich bis aufs Blut bekämpfen. Ich will einen Sieger haben von den beiden. Und dann will ich ganz zum Schluss wirklich die zwei gegen Mechagodzilla. Und dann gib ihm wirklich volle Möhre. Da hab ich Bock drauf. Ja. Kong liegt hier am Boden. Gab es ja auch schon sehr viele, auch von euch, die dann geschrieben haben, oh, hier wurde aber gerade das Ende gespoilert, Kong ist tot, weil er am Boden liegt.
Ich könnte mir vorstellen, dass das hier ist die Fortsetzung. Also Kong liegt am Boden, taucht Godzilla auf und das ist dann das, was daraus resultiert. Zu gut einfach, zu gut. So, jetzt haben wir hier den Original-Trailer. Wir schalten jetzt mal rüber zum nächsten Spot. So, dann schauen wir mal, was jetzt der nächste Spot uns bringt. Will Kong survive? Das ist schon ein ziemlich, hoppala. Das ist schon ein ziemlich bescheuerter Titel, weil zum einen kann der nicht beantwortet werden. Sollte er beantwortet werden, wissen wir, dass Kong gewinnt. Sollte die Antwort sein nein, wissen wir, dass Kong irgendwie stirbt. Das ist schon eine sehr gewagte Überschrift. Egal, wir schauen mal rein. Gia is only a child. She's the only one he'll communicate with. And we need Kong. Here we go. This won't end until one of them submits. Are you sure the monkey's gonna survive this? It's us I'd worry about. She's so massive. Das ist genau das, was ich euch erzählen wollte, mit eurem, weil von vielen Leuten dieses hektische, ah, es kam ein neuer Teaser raus, neuer Trailer raus, und du hast ja keine Reaction da drauf gemacht, und der neue Trailer verrät ja dann so viel. Das sind keine neuen Trailer, Leute, das sind immer noch verdammte Spots, Clips von mir aus, Teaser, auch falsch. Das sind keine neuen Trailer. Jetzt haben wir noch drei Stück übrig und ich wette mit euch, bei diesen drei Stück, da lappt sich wieder alles über. Also dieses Kong, wird Kong überleben? Der Titel ist schon total scheiße, weil die beiden hier zusammengehören einfach. Wir schauen jetzt mal hier rein. Kong tries to break the barrier shield. Okay. Mein Name ist Claudia Obert. Bin bereit für alles, ja, für die ganz, ganz große Liebe. Das glaube ich überhaupt dir. Kein Typ Mann. Gibt drei Sachen, denen sie zugetan sein müssen. Gut essen, gut trinken und Sex. Weg. Oh Gott, das wäre störend gewesen. Boah, da kriege ich wirklich Gänsehaut. Okay, weiter geht's. Was war denn das? Was zum Teufel ist das denn? Nee, jetzt mal ohne Scheiß. Wow. Okay, das bringt gerade ganz neues Licht in die gesamte Geschichte, die ich mir zusammengesponnen habe von Godzilla vs. Kong. Weil Kong ist in einer Barriere gefangen? Oder was? Warum? Was? Okay. Okay, also ich fand das hier sau seltsam. Warum ist Kong in der Barriere gefangen? Also, hier. Warum ist Kong in der Barriere gefangen? Ich check's nicht. Gut, das haben wir alle schon gesehen. Okay, dann geht's ab zum nächsten Teaser, Trailer, Spot, wie auch immer. Godzilla vs. Kong Surprise Attack Trailer. Wenn jetzt hier Mechagodzilla auftauchen sollte, werde ich auf jeden Fall vorher eine Warnung aussprechen. Hier ist quasi Surprise Attack. Im Hintergrund sieht man, wie Kong Godzilla im Surprise angreift von hinten. Nicht, dass jetzt hier wirklich Mechagodzilla rauskommt. Ich glaube es halt echt nicht, Leute. Wie gesagt, wir haben noch keinen zweiten Trailer bekommen. Das sind alles nur Spots. Wir gehen jetzt aber mal hier rein. Bis gleich. Now
Godzilla will come for him. There can't be two Alpha Titans. Who bows to who? Kong bows to no one. Godzilla halt aber auch nicht, ne? Wow! Junge, Alter, was? Okay, das zeigt uns auf jeden Fall mehr aus dem Kampf Kong gegen Godzilla. So, das hier, wo auch sehr viele sagen, das ist Mechagodzilla. Es kann wirklich sein, dass das Mechagodzilla ist. Und dass der einfach die Menschheit angreift. Aber wir kriegen nicht nur Mechagodzilla im Film zu sehen, versprochen. Das hier auch. Wehrt er gerade ernsthaft mit dem Ellenbogen den Atomic Breath ab? Ich glaube nicht, ne? Da ist wohl dann die Axt im Spiel. Kong muss auf jeden Fall. Was geht denn hier ab mit dem Fuß? So. Ja. So, und was macht jetzt Godzilla hier? Also Godzilla ist jetzt ja hier noch ein bisschen außer Gefecht und weiß noch nicht genau, was er machen soll irgendwie. Und Kong greift von hinten an. Wir schauen mal weiter. Wir schauen echt mal weiter. Kennen wir schon? Okay. Nächstes Video. Jetzt kommen wir ja zum letzten Video, zum letzten Spot. Oh. Also ich habe ja in meinem ersten Trailer-Reaction-Video ganz klar gesagt, dass es mir lieber gewesen wäre, dass ich hoffe, dass es keinen zweiten Trailer gibt. Inzwischen sage ich euch ganz ehrlich, ich wäre froh über einen zweiten Trailer gewesen, anstatt über diese ganzen TV-Spots jetzt hier. Die catchen mich gerade nur zum Teil. Also wirklich, wenn da kommen ein paar Szenen tauchen auf, die wir halt noch nicht kennen, mit irgendwelchen Kampfeinlagen oder irgendwas. Aber ansonsten ist es relativ öde. Okay, wir schauen mal weiter. So, hier ist Mechagodzilla. Das ist inzwischen ist das für mich auch schon wirklich ein Fakt, ey. Das ist auf jeden Fall Mechagodzilla, hundertprozentig. Sie lacht. Hat man vorher auch nicht wahrgenommen, aber sie lacht. Sie findet es gut, dass Mechagodzilla da ist. Findet sie cool. Okay. Bam. Das ist auch neu. Dass sie da hochfliegen, wegen nur beim Eis, das ist auf jeden Fall auch neu. Ui. Sekunde. Boah, okay. Von wo holen sie jetzt Kong? Also Kong ist ja unten auch schon ziemlich eingeschneit, eingeeist. Das heißt, er muss länger im Eis gelegen haben. Davor haben wir gesehen, also wir wissen, dass Kong von einem Schiff irgendwie aufs Festland gebracht wird, zumindest zu Godzilla gebracht wird. Ich denke mal, so wird es auch anfangen. Was passiert jetzt hier gerade? Das ist eine gute Frage.
Ich habe mich gerade selber gelobt, das ist richtig, ja. Aber trotz allem, Interessant, interessant. Wenn ihr irgendwelche Theorien habt, wie gesagt, einfach in die Kommentare reinschreiben und ich werde es dann auf jeden Fall mal aufgreifen. Das ist aber interessant. Wo auch immer sie ihn herbekommen. Naja, okay. Godzilla wieder, wie er weiter Leute angreift, oder Städte angreift oder Menschen angreift. Das hier oben ist Godzilla, ist Kong, glaube ich, ne? Kong fällt hier runter. Oh, und da fällt irgendwas vor ihm runter. Moment. Hier haben wir Kong. Und hier fällt irgendwas runter, was er anscheinend haben will. Oder zwei, drei Sachen, die er haben will. Ja, das fällt nämlich auch runter hier. Zwei Sachen, die runterfallen. March 31st, rated PG-13. Godzilla will come for him. There can't be two Alpha Titans. Who bows to who? Kong bows to no one. Bam. The world needs Kong. There is something provoking me into war. And on HBO Max, the exact rated PG-13. Wow. I made a promise to protect her. He did the same. It's Godzilla. We need Kong. The world needs him. Was soll ich sagen, Leute? Ich glaube, mehr kommt jetzt aber auch nicht. Ich glaube, das war es jetzt irgendwo. Ja, ich bin immer noch gehypt. Ich bin immer noch extrem gehypt. Hat das jetzt meinen Hype verändert oder ein bisschen vergrößert? Würde ich sagen, nein. Ganz ehrlich nicht, nein. Weil. Das sind keine neuen Trailer. Das waren ein paar Spots, ein paar Teaser, ein paar Clips, die irgendwie hinzugefügt wurden, die eben dann neu waren. Aber wenn jetzt irgendeiner, egal wer euch sagt, oh, da wurde aber das gespoilert, das ist Schwachsinn. In dem Trailer wurde nichts gespoilert. Null wurde gespoilert. Ich habe auch schon von euch Nachrichten bekommen, ja, hier kommt der Spoiler raus, dass Mechagodzilla existiert. Der Spoiler, dass Kong tot ist. Ihr versteht nicht ganz, was Spoiler wirklich sind. Was ihr meint, sind Theorien. Der Trailer, die ganzen Spots und die neuen Trailer verschaffen uns mehr Fleisch für neue Theorien. Da gibt es keinen einzigen Spoiler drin. Spoiler sind Dinge, die sind Tatsachen, die wirklich dann auch passieren im Film. Und die könnt ihr nach all dem, was ihr jetzt hier seht, nicht wirklich sagen. Was ein Spoiler wäre zum Beispiel, wenn ich das jemandem erzähle, der das noch gar nicht kennt, wäre, ey, Kong taucht auf. Das wäre ein Spoiler, weil es eben ein Fakt ist, der drin passiert. So Dinge dann eben. Ich bin auf jeden Fall immer noch gehypt. Ich bin der Meinung, ich brauche keinen zweiten Trailer. Nein, das sind keine richtigen Trailer. Das sind Spots, Clips, wie auch immer. Ich brauche jetzt keinen richtigen zweiten Trailer mehr. Ich brauche den Film einfach nur inzwischen. Und der Film am besten eben im Kino. Ich würde den Film so liebend gern im Kino sehen. Und wenn er zu Hause kommt, auch okay, aber im Kino wäre er wirklich perfekt. So, das ist eben auf jeden Fall meine Meinung dann zu dem ganzen Gewirr jetzt hier, zu dem der Trailer- und Spot-Gewirr. Ihr könnt mir ganz gerne eure Meinung in die Kommentare reinschreiben und auf jeden Fall den Kanal auch abonnieren und die Glocke anmachen, wenn euch das gefällt, was ich überhaupt mache. Na, wenn nicht, ist auch kein Zwang. Aber wie gesagt, ich war jetzt davon nicht komplett abgehoben, wie damals vom ersten Trailer. Godzilla vs. Kong, weil es eben kein richtiger Godzilla vs. Kong Trailer war, sondern nur ein paar neue Fetzen, die uns entgegengeschmissen wurden. Und somit,
würde ich sagen, wir beenden das Video jetzt erstmal. Ich gehe auf jeden Fall noch auf Theorien von euch ein. Ihr habt ja sau viele Theorien in meine Kommentare reingeschrieben. Und ich möchte euch auf jeden Fall auch nochmal tierisch dafür danken, dass ihr wirklich so aktiv in meiner Community seid. In einer Godzilla-Community, die aus mir besteht, der null Ahnung hat von dem Ganzen, der sich langsam ein bisschen Wissen aneignet. Und einfach aus euch, die mir auch wirklich Konter geben, die sagen, Alter, das ist so nicht, das ist so nicht. Ich finde es echt extrem cool, wie ihr das Ganze handhabt. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach dann im nächsten Video. Ich wünsche euch was. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao.